So, da sind wir wieder. Gleiches Obosas Sturm mal aufgeladen. Mir ist gerade aufgefallen, wenn du zu nah an Varuta rangehst, das habe ich mal offscreen gemacht, bist du auch in diese Sektion reingezogen. Ich hoffe, dass Obosas Zorn mehr als eine Ladung hat. Und ich denke, es sind sogar drei. Obosas Zorn ist bereit, entfesselt zu werden. Danke, Obosa, meine Liebe. Einzige, was keine drei Ladungen hat, ist halt eben Mifas, Mifas Gebet. Ich überspringe das jetzt mit Absicht. Damit wir schnell in Action kommen, damit wir dann endlich. Das macht mich ein bisschen kirre, dass wir das noch nicht hingekriegt haben, aber wir kriegen das schon hin. Und ich bin froh, dass ich richtig FPS-Videos machen kann, zumindest von Sachen, die nicht auf meinem Rechner produziert werden, zumindest Grafik-technisch. Muss man erstmal wissen, weil ich habe nicht so guten Rechner, aber wenn die Grafik nur ausgegeben wird und halt produziert wird woanders, ist ja noch der Illusion, der aus deinen eigenen Erinnerungen entstanden ist. Entschuldigung fürs Reinquatschen. Der Gegner hier entspricht der Furcht, die dir innewohnt. Du musst diese Herausforderung bestehen. Dieser Kampf ist eine Prüfung der Seele. Nutzt nur die dir gegebenen Ausrüstung und Siege. Hätten wir, glaube ich, abspeichern sollen. Fällt mir gerade so auf. Aber locker schaffen wir das gleich wieder nicht. Ich habe was herausgefunden dabei, weil ich so ein bisschen neugierig war. Denn wir können, wenn er wieder um sich schwingt. Lol, das geht auch. Nein, nein, hallo. Alter. Das wusste ich zum Beispiel nicht. Dass wir das ausnutzen können, das finde ich nicht schlecht. Wenn er jetzt so um sich schlägt. Dann hätten wir nach hinten springen können, hätten wir so ein, ihr wisst schon was gehabt. Und anscheinend gibt es ihnen keinen Schaden, nur wenn es einen trifft. Perfekt. Ah, das war kurz vor. Ihr wisst schon. Kurz vor dieser Sache. Wir haben 10 Pfeile. Wir brauchen, glaube ich, sogar nur 4 Pfeile. Nee. Weil. Ich glaube, 9 Pfeile brauchen wir wirklich. Also, das ist so meine Wunschvorstellung. Denn, wenn er sich jetzt da in die Partie, wo wir in den Hintergrund bleiben wollen, und wir ein paar Mal die Fresse schießen. Nee, da. Alter, warum haben wir so wenig Pfeile? Habe ich ihn schon mal einen abgeschossen oder was? So. Das machst du nicht normal, ja? Das ist sehr knapp mit meinem Leben. Ich habe sogar eine Fee, wie ich gerade sehe. Aber sich voll zu heilen ist, glaube ich, nicht möglich. Ich habe keine Pfeile mehr. Wie schnell fühlt sich denn eigentlich das, ja, okay. Ah, warte. Wir müssen die Waffe wechseln. Wir haben noch 2 Zeremonielänze.
Wir haben noch zweimal Urbosas Zorn. Wir können das auf jeden Fall perfekt einsetzen. Hätten wir noch Pfeile, wären wir jetzt schon fertig, glaube ich. Wenn er sich jetzt darüber teleportiert, wo wir ihn am besten kriegen, ne? Wir haben ihn gleich, wir haben ihn gleich. Loslassen. Yes. Ich bin unabdingbar. In dein Gesicht. Inneres Wesen. Es ist kein Zufall, dass wir uns hier getroffen haben. Dies ist der perfekte Ort, um seine Gedanken zu sammeln und natürlich Ideen für ein neues Lied. Nun, da ich dieses Gebiet selbst bereist und die Geschichte über den Recken der Zoras Mipha gehört habe, da möchte ich ihr ein anderes Denkmal setzen, als ich es in einem unvollendeten Lied meines Meisters könnte. Daher möchte ich die Zeit in der Nähe von Titan Varuta verbringen, der von Mipha gesteuert wurde. Ich habe ein Lied geschrieben, ein Lied für Mipha, eine der Recken aus vergangenen Zeiten. Höret die Geschichte derjenigen, die Rutas Lenker ward. Bevor sie folgte des Recken Pfad. Mipha, die Zora, verehrt überall. Sie traf die Prinzessin am Wasserfall. So wie ich nun berichte. Was ich noch fragen wollte. Wer sind die anderen vier, die auserwählt worden sind? Der Goronenheld Darok, der Orni-Krieger Revali, die Königin der Gerudo Urbosa und dann noch der Ritter mit dem heiligen Bannschwert. Ach. Link. Ah. Sidon, beeil dich und komm hoch zu mir. Mipha, ist Sidon nicht noch zu jung, um Wasserfälle hochzuschwimmen, meine ich? Das stimmt, aber ich muss bald weg und Ruta steuern. Sidon, falls mir etwas passieren sollte, dann kommt's auf dich an. Dann bist du es, der unser Dorf beschützen muss. Versprichst du mir das? Also, der Wasserfall. Willst du es dann vielleicht mal allein versuchen?
Man sagt, dass sie eine sehr gütige Prinzessin war, doch gelegentlich hat sie wohl auch streng sein können. Wie findest du die Ballade von Mipha? Ich wollte zeigen, wie entschlossen Mipha war, nun glaube ich, meinem Meister einen Schritt näher zu sein. Seit ich die fehlende Verse ergänzt habe, fühle ich mich so viel selbstsicherer. Du bist so stark geworden. Viel stärker als vorher. Miphas Gebet sollte nun noch hilfreicher sein. Danke, Mipha. Ich bin mir sicher, dass du mit dieser Stärke Hyrule retten kannst. Und die Prinzessin, die dich im Schloss erwartet. Miphas Gebet Plus erhält die Macht Miphas. Gehen dir die Herzen aus, wirst du mit allen Herzen wieder sogar über das Maximal hinaus. Diese Kraft lädt nun schneller wieder auf. Die Ballade von Mipha geschafft. Ist das irgendwie ein Ansprechen? Okay, er wiederholt einfach nur das, was er sagte. So. Mit der Ballade von Mipha im Rücken können wir uns nun aufmachen, um die Ornis zu entzücken. Hört sich so falsch an. Aber ihr wisst, was ich meine. Ich find's mega gut, wie sie die Erinnerungen eingepackt haben. Noch Fotos von uns. Man kann die Erinnerungen, falls man auch möchte, im Tagebuch nachempfinden. Und ich sage deswegen nachempfinden, weil es wirklich eine Nachempfindung ist. Weil man kann nochmal sich einfühlen. Okay. Zelda besucht den tapferen Goron Daruk, um ihn zu bitten, Varudania zu steuern. Doch obwohl Daruk mit niemals schwankendem Mut zahllose Monster besiegt, besitzt er eine Schwachstelle, die niemand erwartet hätte. Zelda wendet sich an Zora Prinzessin Mipha, um sie zu bitten, Varuta zu steuern. Bei einer Lektion, wie man Wasserfälle hinausschwimmt, erklärt Mipha ihren Bruder, sieht und seine Verantwortung als Angehöriger der Zora-Königsfamilie. Okay. Diese Zusammenfassung finde ich nochmal super. Okay, 18 normale. Das heißt, insgesamt kommen wir auf 23 Erinnerungen. Und die nächste. Ich glaube, die erste Erinnerung wird sogar, glaube ich, nicht die von den Ornis sein. Sondern, ich würde mal behaupten, die von Urbosa. Aber da wir Urbosa als letztes gemacht haben, also uns diese Kraft angeeignet haben, würde ich sagen, begeben wir uns jetzt mal, bevor wir uns aber hinbegeben, wo ich hin möchte, machen wir was anderes, nämlich Galadriken auswählen. Wir gucken jetzt erstmal, wo das ist. Wir können, ich weiß nicht, sogar vom Turm eher drauf als von, also vom Talmanta-Turm eher drauf als so normal. Und dann begeben wir uns auf jeden Fall sofort zu den Sachen von den Orni, also von Revali und ja auch manchmal im Internet genannt wurde Ravioli, was ich nicht verstehe, aber eigentlich ein sehr eingebildet kann man sagen, man kann aber auch sagen, ein sehr selbstbewusster Mensch, gegen den ich eigentlich so ein bisschen was habe, bin ich ehrlich, also so ein bisschen, ich kann es mir nicht erklären, aber dieses, ich sag mal, Hochnäsige, aus meiner Sicht ist vielleicht Hochnäsigkeit, ist schon ein bisschen komisch, ne? Wir nehmen jetzt aber passenderweise die Rüstung, nicht das Winterwams, das nützt einem nichts, sondern nehmen direkt das hier. Und als nächstes, das müsste eigentlich in der Richtung liegen, oder nee, in der Richtung liegt das andere. Ich freue mich schon als letztes auf Urbosa, bestimmt ist Urbosa wirklich die erste Erinnerung. Dann gucken wir uns die Erinnerung, glaube ich, nochmal an, bevor wir das Spiel wirklich beenden, denn es schadet nie, sowas eigentlich nochmal zu haben, ne? Der Witz ist, wir können übrigens nachgucken, wie lange es dauert, bis die Dinger wieder aufgeladen sind. 2 Minuten bis der Schirm und Urbosas Zorn 11 Minuten. Das ist eine ziemlich lange Zeit. So, ich glaube, eine Aufgabe von da oben irgendwo runter zu springen und... Ja, egal, ihr wisst, was ich meine. Ich habe so das Gefühl, dass Cass auch ein Gigaflater hat, aber ich bin mir nicht sicher. Cool. Dann komm, beweis deinen Mut. An den Orten, die dir gezeigt werden, findest du Prüfungen, die dich stärker machen sollen. Dezent, ne? Dezent. Doch stell dich ihnen nicht leichtfertig. Habe ich, okay, beim letzten Mal auch nicht so gemacht, leichtfertig, aber... Oh Gott. Oh Gott. Ich weiß, wo das ist.
So, den ersten Ort findet man eigentlich ziemlich schnell heraus, wenn man richtig nachdenkt, wo man war schon. Das nur mal so als kleinen Tipp eigentlich. Oh? Dieses Steinmoment hat 10.000 Jahre überdauert, weshalb es wohl gebaut wurde. Wann bist du denn da? Ich hab dich gar nicht kommen hören. So treffen wir uns wieder. Ach, du hast wohl gehört, wie ich Selbstgespräche geführt habe. Oh. Sieh genau, Sino, genau wie ich dachte. Wie gedacht hatte. Es ist hier, das Monument aus den unvollendeten Liedern meines Meisters. Oh, welche Freude, dieses Lied vor diesem Monument singen zu können. Lass mich das Lied vortragen, das mein Meister mir hinterließ, diese Verse Ehre Rivali zu hören. Mido durchzieht den Himmel fern, in behenden Recken als seinen Herrn. Größere Kräfte noch zu ergründen, folge dem, was die Monumente künden. Es gilt, ein Horn des Drachen aus Feuer zu durchbohren und zu fassen. Es gilt, sich von Lichtring führen zu lassen. Es gilt, 4 Ziele zu treffen, ohne zu zagen. Prüfungen, die nur Recken wagen. Und, was meinst du? Je öfter ich ihre Legende höre, umso besser verstehe ich die Recken. So kann ich die grundlegenden Verse ergänzen. Wenn ich an jene denke, welche die Titanen steuerten, welche Tapferkeit. Oh. Es liegt nur an mir, den Traum meines Meisters wahr werden zu lassen und das unvollendete Lied. Bei der Erfüllung dieses Traums muss ich noch viel über die Recken lernen. Da trifft es sich gut, dass Theba und Kaleli mir im Dorf der Orni einiges über den Recken erzählen können. Das Lied fertig ist, ist mein Heimatdorf nur ein weiterer Ort auf meiner Reise, den ich passiere. Die Ballade von Rivali. Ich werde erstmal mir hier mal eben kurz das Teleportiersiegel hinsetzen, ne? So, und werde mir mal ganz kurz die Orte angucken. Das ist ganz klar, und das sage ich nicht nur so, weil es obvious ist, sondern es ist einfach wirklich so. Das müsste der Flugplatz eigentlich sein. Deswegen markiere ich mir den Weg mal. Das kann doch der Flugplatz sein, ne? Ja, das ist der Flugplatz. Der nächste Ort ist wo, meine Freunde, meine lieben Freunde, meine lieben Freunde? Wiederum schwieriger, da weiß ich nicht. Was sieht denn so ähnlich aus? Da weiß ich echt nicht, wo das ist. Das ist schlimm. Habe ich mir noch selber Tipp gegeben, weißt du, und dann das. Und das wird schon wesentlich einfacher. So, da ist eine Beule. Das würde ich mal so hier tippen. Ich tippe das jetzt mal. Aber das ist wirklich eine Sache, da weiß ich nicht, wo das ungefähr sein könnte. Da weiß ich es echt nicht. Hebra. Wir können uns diese 6 Stellen da merken. Vielleicht finden wir diese oben drauf. Ne, das ist neben der Spitze. Also, ich würde mal so ganz klar behaupten, einfach mal right there. Ne, das ist zu weit weg. Ja, nee, das muss hier sein. Das heißt, wir begeben uns jetzt mal zu den Stellen hin. Und dann wird sich zeigen, was zu tun ist. Wir werden erstmal den Hebra-Turm besteigen. Hört sich komisch an, aber ihr wisst, was ich meine. Dann gucken wir mal.
So. Hier. In welche Richtung? In die Richtung, ne? Nee, doch, in die Richtung, also. Vielleicht ist es ja da. Ich hoffe, dass es da ist, ansonsten müssen wir uns wieder zurück teleportieren. Das dauert halt ein wenig, ne? So, da wo die Bäume sind, ne? Was hat er nochmal gesungen? Ich kann es ja mal nochmal durchlesen, ne? Ein Horn des Drachen aus Feuer zu durchbohren und zu fassen. Sich von Lichtringen führen zu lassen. Ihr Ziele zu treffen, ohne zu zagen. Was ist das fürs Reckenwagen? Ich glaube nicht, dass es hier ist. Dafür ist hier ein Rock. Da ist der Krok auch schon. So. Wenn wäre sich, wenn da noch ein drunter wäre, aber das ist der Wunschdenken. Oh, Alter! Warum? Daruks Schirm ist jetzt einsatzbar. Danke nicht, Daruk. Ist das doch nicht da, wo ich dachte? Ist das vielleicht hier oder was? Ich finde das irgendwie interessant, aber das, ich weiß, es ist schwierig. Das ist schon wieder so eine Schwierigkeit, weißt du? Ich finde es nicht schlimm, dass es schwierig ist. Das macht es ja eben aus, ne? Aber irgendwo ist es schon teilweise nervig. Also, teilweise nervig. Gucken, ne? Da ist so ein Einknick und da war auch, glaube ich, kein Einknick, ne? Doch. Ach, da. Okay, das ist hier unten. Warum? Ja, wir kriegen das hin. Das wird schon. Dann haben wir auch immer das DLC vollendet. Bestimmt mit Milliarden Folgen, die wir noch irgendwie durch die Gegend strecken. Irgendwie eine Folge, eine Minute. Das wäre schon ziemlich sick und dumm. Was ich noch geplant habe, eventuell, ich weiß nicht, ob es euch gefällt, ob ich das nicht so zusammenschneide, dass halt die wichtigsten Sachen passieren, so als Recap. Vielleicht oder so? Wisst ihr, was ich meine? Jetzt da in die Richtung. Ja moin. Weiter.